Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Planet der Affen Review. Heute mit Planet der Affen Revolution. Ne? Oder im Original hieß er natürlich irgendwie anders. Steht das hier irgendwo? Ich finde es gerade nicht. Aber ist jetzt auch erstmal nicht wichtig. Ja. Ich glaube, das war Dawn, oder? Dawn of the Planet of the Apes, kann das sein? Ja, okay. Ja, der erste, der dann auch schon in 3D gedreht wurde. Ich muss dazu sagen, ich persönlich bin ja nicht so ein Fan von nachbearbeitetem 3D. Ich mag echtes gedrehtes. Das ist natürlich nur ein Computer 3D. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich die Blu-ray kaufte, war die irgendwo bei Amazon im Blitzangebot so billig, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, dann nehme ich einfach die. Ich glaube, irgendwie die normale, in Anführungsstrichen, wäre bloß irgendwie 1 € billiger gewesen oder so. Da habe ich gesagt, naja, dann kann ich doch hier auch die Super Special Edition mit was weiß ich nehmen. Ja, so. Der schließt am Vorgänger tatsächlich wieder an. Also jetzt haben wir mal wieder eine richtige Reihe aufgetan. Tim, beziehungsweise James Franco ist nicht mehr dabei. Ne, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube nicht, dass er am Ende des Originalfilms gestorben, also nicht das Originalfilms, aber das Vorgänger ist ja nicht gestorben, aber die Rolle war halt einfach nicht mehr wichtig. Es konzentriert sich halt alles jetzt nur auf Caesar. Der Film spielt 10 Jahre nach dem ersten Teil, und zwar war dieses Mittel, beziehungsweise es gab halt einen Virus, der eben einen Großteil der Menschheit dahin gerafft hat. Und damit eigentlich auch Platz gemacht hat eben für die Herrschaft der Affen. Und ja, wir befinden uns jetzt in so einer Art, ja, oder nicht so eine Art, so ganz und gar in so einer postapokalyptischen Zeit. Ne, die Menschen leben irgendwie zusammengerottet irgendwo und in Ruinen der alten Städte und versuchen irgendwie quasi wieder so nach Jäger- und Sammlermanier so ein bisschen über die Runden zu kommen. Gleichzeitig bauen sich die Affen auch so ihren eigenen Staat auf, ne, so richtig mit Soldaten und allem dran und rum. Und man versucht sich weitestgehend aus dem Weg zu gehen. Und wenn man sich mal trifft, ja, dann kann es tatsächlich auch zu Kampfhandlungen kommen. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, versuchen eigentlich beide Parteien nichts mit der anderen zu tun zu haben. Bis dann eines Tages sich halt doch mal irgendwie etwas stärker, etwas näher kommen. Und es gibt da halt einen Mann namens Malcolm, wie ich gerade lese, gespielt von Jason Clarke, der unter anderem in Terminator Genesis auftauchte. Da spielt er John Connor. Und ich weiß nicht, er hat sicherlich noch andere Sachen gemacht. Also das Gesicht kennt man schon, ne? Also das ist er hier, nicht der Affe, sondern der da. Ne? Und Carrie Russell spielt auch mit, eine von mir sehr geschätzte Schauspielerin. Ja, und der hat halt eine Idee, weil also die befindet sich hier in irgendeiner Großstadt, ich weiß gar nicht, welche das ist. Steht jetzt hier auch nicht. Jedenfalls ist diese Großstadt, könnte Strom bekommen von einem Wasserkraftwerk, was eben, also bei so einem Staudamm halt eingebaut ist, logischerweise. Bei Staudämmen baut man immer Kraftwerke ein, das ist ja der Sinn der Sache. Und das ist aber außer Betrieb. Und das ist jetzt im Gebiet der Affen sozusagen. Und sein Plan ist halt, wenn die Affen es ihm erlauben, dass sie das dann halt wieder flott machen, dass die Menschen dann Strom haben können, dass sich die Situation für die Menschen verbessern würde. Und das würde natürlich dann auch auf Seiten der Menschen als Zeichen gewertet werden, dass man mit den Affen, ja, dass sie ihnen nicht feindlich gesonnen sind und ne, dass die Kommunikation damit verbessert wird und eben, ja, Frieden zwischen beiden Gruppen herrscht und vielleicht sogar mehr Zusammenarbeit und. Ne, so halt als erster Anfang. Und Caesar sieht das auch ein bisschen als Chance. Er ist sehr intelligent und kann inzwischen auch reden. Ich glaube, am Ende des ersten Teils hat er irgendwie ein paar Worte gesagt oder so. Ne? Und jetzt hier kann er quasi fehlerfrei schon fast sprechen. Und ja, sie, wie gesagt, erlauben das und dann machen die das und
dann funktioniert das auch, die haben wieder Strom und die Hoffnung ist groß, aber wie das halt so ist, es gibt sowohl auf Seiten der Menschen als auch auf Seiten der Affen Kräfte, die da eigentlich nicht für sind, die eigentlich mehr an Krieg und Zerstörung denken, was also zumindest mal was die andere Seite angeht. Ja, und so passiert es halt, dass dann da plötzlich ein Krieg losbricht und Mensch gegen Affe kämpft und am Ende sogar Affe gegen Affe, was ja eigentlich nach den Affengesetzen verboten ist. Ne? Denn wir erinnern uns an diese wunderschöne Szene in Teil 5, also am Original Teil 5, Affe tötet niemals Affe. Das existiert auch hier. Ich muss dazu sagen, bin wirklich überrascht, obwohl diese neue Serie sozusagen ja so komplett eigenständig ist, dass hier aber viele Motive der alten Serie übernommen. Zum Beispiel, dass der Anführer Affe halt Cäsar heißt. Das war ja in Teil 4 und 5 ebenso. Und dann halt auch so eine Sachen eben, dass die Affen diese Regeln haben, dass Affen sich gegenseitig nicht töten. Und sowas. Ich meine, gut, prinzipiell haben Menschen das auch und halten sich nicht immer dran, aber ja, ihr wisst, was ich meine. So, das finde ich irgendwie ganz nett, dass man da so ein bisschen immer so so eine kleine Hommage an die alten Filme zeigt. Ja, wie gesagt, James Franco spielt nicht mehr mit, aber spielt auch in der Zukunft. Dafür haben wir jetzt Gary Oldman unter anderem, ist auch dabei. Natürlich war ein sehr guter Schauspieler. Wobei man dazu sagen muss, in den letzten, ja, also quasi mit Batman Begins, finde ich, ist Gary Oldman so ein bisschen, hat ja immer mehr so diese alte Mentorrolle so bekommen. Ne? Also in dem Fall so immer jemand, der noch nicht so richtig alt ist, aber so ein bisschen so immer so eine Führungspersönlichkeit hat und immer so versucht, so das Ganze zu überschauen und versucht, dass das alle irgendwie gut davonkommen, also wirklich alle und am besten, wie gesagt, ohne Kampf und was weiß ich, wenn das irgendwie geht. Das ist irgendwie so sein Ding. Früher in den 90ern war irgendwie, brauchtest du einen Bösewicht, hast du Gary Oldman gefragt. Ne? War der immer dafür verfügbar. Heute ist er mehr so dieser Mentor-Typ. Ne? Also man könnte so sagen, würde man Star Wars jetzt drehen, könnte man Gary Oldman so ein bisschen als Obi-Wan sich vorstellen oder so. So würde ich das jetzt mal ausdrücken wollen. Naja, ja. Special Effects sind natürlich noch ein bisschen besser geworden, logischerweise. Also beim Vorgängerfilm sah man noch ein bisschen stärker, dass die auf dem Computer animiert waren. Also die wirkt noch ein bisschen unechter. Hier sind die tatsächlich schon ziemlich echt. Also wenn man das so, sagt natürlich jetzt dieses Bild nicht viel aus, aber wenn man das so sieht, so richtig mit dem Fell und auch hier so Hautflecken und was weiß ich alles. Es ist schon echt gut gemacht, also wow. Ja, das dazu. Okay. Ja, nee. Upsala. Mehr habe ich dazu erstmal nicht zu sagen. Okay, gut. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen und bis dahin bleibt mir immer zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser.